Dead Space, ein Game, mit dem ich eine unglaubliche Historie verbinde, weil es damals mein allererstes Horror-Let's Play auf YouTube war. Magnetfeld-Traktorstrahl, sehr schön, hier ist mir aufgefallen, die Feinheit, ne, dass man auch weiß, wie man da vor sich hat. Da unten links sehen wir es an der Brust, mit Profilbild. Schön, ne, kann man gleich von Facebook verbinden, hier Anzug und Facebook, wunderbar. Gleich mal eine Runde Flappy Bird spielen. Extra Anzug und einzigartige Waffe, Junge, heißt einfach unmöglich, ne, wir machen mal Mittel, wa? Das Mittel zum Zweck. Okay. Ready. Wir gehen rein. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte jetzt mit dir reden. Es tut mir leid. Es tut mir alles so furchtbar leid. Ich wünschte, ich hätte wen zum Reden da. Denn hier fällt alles auseinander. Ich fass nicht, was hier passiert. Es ist seltsam. So ein kleines Ding. Fühl ich. Hörst du das? Nico? Ja. Hab seit Wochen nichts von ihr gehört. Wir sind 5 Minuten weg und du schaust dir das immer noch an. Du musst sie echt vermissen. Die Ishimura ist kein Job, den man ablehnt, aber 6 Monate lang nur Videoanrufe. Ist hart. Da sagt man leicht das Falsche. Kann ich dir nicht verdenken. Ich würde auch lieber meiner Freundin zuhören als Hammond und den Sicherheitsprotokollen. Vorsicht ist besser als Nachsicht, Daniels. Ja, sagtest du bereits. Los geht's. Ein schöner Wiedereintritt. Willkommen auf Ege 7. Wie schön es alles ist, Junge. Stell dir vor, du müsstest 6 Monate lang auf diesen Felsen starren. Für einen Bergbauunternehmer? Ein Paradies. Ege 7 ist einer der größten Funde der CEC-Geschichte. Ein Erkundungsteam hat für immer ausgesorgt. Die Stimme kennen wir auch wieder. Da. Visueller Kontakt mit der USG Ishimura bestätigt. Wunderschön. Das größte Abbauschiff ihrer Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Es ist so dunkel. Man sieht nicht ein einziges Licht. Ja. Wir haben gleich Empfang. Jemand muss doch auf uns warten. Sei beim Anflug vorsichtig. Kein Risiko, wenn es um den ganzen Stolz der CEC geht. Kein Risiko, ha? Huh? Hast du deshalb in meiner Personalakte rumgeschnüffelt, bevor wir los sind? Überwachst du deinen Datenzugriff? Computeranalystin. Berufskrankheit. Das war der übliche CEC-Hintergrundcheck, Daniels. Wenn du erste Liga spielen willst, musst du am Ball bleiben. Sir, wir haben jetzt Empfang. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kallion in Antwort auf euren Notruf. Komm, Ishimura. Ishimura, könnt ihr mich hören? Bitte melden. Hier ist die USG Kallion. Hast du schon mal von einem vollständigen Kommunikationsausfall gehört? Nein. Los, geht endlich ans Telefon. Oh oh. Was ist das denn? Ah, da ist wohl das Kommunikationsarray defekt. Ja, genau. Vielleicht ein kaputter Encoder. Daniels und ich kriegen das in 48 Stunden hin. Safe. Hey, so bleibt dir genug Zeit, ein Wiedersehen mit Nicole zu feiern. Ja, das hoffe ich. Chan, Johnston, bringt uns rein. Gravitationsstrahlen aktiv. Automatisches Andocken. Und los. Ich verliere die Kontrolle. Fehlfunktion des Strahls. Scheiße! Falscher Kurs! Daniels! Die Steuerung reagiert nicht auf die Überbrückung. Scheiße! Wir sind zu schnell! Wir werden in die Hölle krachen! Chen! Wieder auf den Notstabilisator! Da! Das blaue Licht! Das könnte uns abbremsen! Okay. Schutzschilder raus! Na los, alle festhalten! Leise und unauffällig. Aber so parke ich ja eh mal ein, ha? Kenne ich nicht anders. Geht es allen gut? Bin okay. Geht schon. Hey, Johnston, alles okay? Ein Knöchel. Ich glaube, er ist gebrochen. Scheiße. Besser als ein gebrochener Hals. Oder Schlimmeres. Gute Idee mit dem Stabilisator, Isaac. Gut, dass ich immer das Handbuch lese. Was zur Hölle ist mit der Flugsteuerung los? Das System ist ja eine Todesfalle. Kommt direkt auf die Reparaturliste. Chan, wie sieht's bei uns aus? Kommunikation und Portbooster sind weg. Es brennt in einem der Stabilisatoren. Der Singularitätskern ist überlastet. Könnte schlimmer sein, aber nicht viel. Dann holen wir Hilfe. Johnston, bleib du auf der Kallion. Wir schicken einen Sunny. Alle anderen, zu mir.
wie detailliert der Anzug ist, Mann. Früher war das so eine graue, breiige Masse einfach. Das ist ja insane. Neuzugänge. Ey, die Ishimura in 2023, ne? Ich kack mir in die Hose. Aus mehreren Gründen. Wow. Und ja, Hammond, dieselbe Stimme wie auch Alexios. Was macht der Knöchel? Tut verdammt weh. Aber ich komm schon klar. Geht mal vor, ich verbinde ihn. Okay, kann ich auch hier bleiben? Ich muss auch einiges verbinden. Nein? Ah, ein sogenannter Verbindungsfehler. Schade. Abstand halten. Mist, das war eine harte Landung. Kein guter Start für eine Reparaturmission. Impulsgewehre. Standardverfahren, Daniels. Wir registrieren Sie in der Fluglounge. Hallo? Wo sind die denn? Die Landung hat doch das halbe Schiff gehört. Hallo? Sei stolz auf dich, Chen. Du hast uns in einem Stück hergebracht. Abgesehen von Johnston. Aber wenn du einen ausgeben willst... Ich könnte einen zur Beruhigung vertragen. Vor allem auf Kosten der CEC. Hast du wen in der Flugsteuerung gesehen? Nein, niemanden. Wie geil das hier aussieht. Ich saug das gerade auf wie so ein Schwamm, ne? Wahnsinn, was haben sie hier gebastelt, Mann? Immerhin ist das Signal noch da. Holy fuck. Gut, dass ich in Mass Effect nie parken musste, ja. Die Normandy, Junge. Die hat 5 Minuten überlebt. Major Payne, vielen Dank für dein Abo. Melden wir uns mal an. Ja. Sieht gut aus. Scheint einwandfrei zu laufen, der Plan. Dieses Atmen. Herrlich. Isaac, synchronisier dein Rig. Das war ja auch schon damals sehr cool. Das ist ja unsere Lebensleiste hinten auf unserem Rücken. Wie mache ich das denn? Einfach hier? Ah ja. Willkommen, Isaac Clark auf der USG Ishimura. Yo! Rig synchronisiert. Erfasse Kinese- und Stase-Module von stellvertretender Chefingenieur Jacob Temple. Standort? Fehler. Mitarbeiter nicht gefunden. Perfekt. Reicht der Sicherheitsdienst nicht? Den Chefingenieur auch nicht. Was ist mit der Kommunikation? Läuft hervorragend. Und damals hat Isaac gar nicht gesprochen, ne? True. Junge, wie creepy das sein muss. So ein Riesenschiff, ne? Und niemand antwortet. Niemand. Aber Licht geht noch. Das ist ein Anfang. Hallo, wir sind die Neuen. Jemand zu Hause? Sieht nicht so aus. Wir hatten es eilig. Aha. Wo ist das Sicherheitspersonal? Hier ist niemand. Es ist nichts vermerkt. Kein Dienstplan und kein Strom für den Aufzug. Meine Güte. Die Sicherheitskonsole funktioniert noch. Isaac, hol den Schadensbericht. Schluss mit dem Theater. Ich will nicht. Ich möchte lieber Berichte lesen. Textlog. Ah, es wird auch so cool projiziert. Sehr, sehr nice. Auch? Was denn? Als wäre was in der Lüftung verreckt. Oh oh. Gesponserter Artikel, die Ishimura. Haftungsausschluss. Dieser Artikel wurde von der CEC Print and Publishing Division gesponsert und gibt nicht unbedingt die Meinung... Was denkst du, was ich hier mache? ...des Amazing Universe Magazines wieder. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der grundlegende Ressourcen wie Treibstoff, Erze, Metalle und Eis nur schwer zu bekommen sind. Stellen Sie sich vor, die Bedürfnisse der Menschheit wären vollständig von den fast verschwundenen Ressourcen der Erde und den schwindenden Vorräten der Kolonien abhängig. Ältere Leser müssen sich eine solche Welt nicht vorstellen. Sie haben sie vor einigen wenigen Jahren selbst erlebt. Vor weniger als einem Jahrhundert, oh shit. Okay, ist einfach so ein bisschen Werbeprospekt für die Ishimura. I see. Sind die anderen ruhig? Nee. Okay, lesen wir vielleicht nochmal später rein. Ansonsten rasten die Kollegen gleich aus, wenn ich hier stehe und lese, Bro. Öffnen. Ich glaube, ich weiß noch, was jetzt passiert. Da ist was auf dem Boden. Ist das... Isaac, her mit dem Schadensbericht. Ja, das ist Erdbeermarmelade. Da hat er sich hier einen schönen Becher von gemacht. Wollte ordentlich einen kippen. Und dann sowas. Wo ist denn die Konsole?
Die sind alle gelockt. Hier drüben leuchtet was blau. Ja, moin. Oh, alles rot. Der Gestank. Wie sieht's aus, Isaac? Scheiße. Nicht nur die Kommunikation und die Steuerung. Die halbe Ishimura ist defekt. Triebwerke, Außenhülle, die Monorails. Was könnte ein Abbauschiff so beschädigen? Das da. Okay, der Strom ist wieder da. Die Belüftung läuft. Der Aufzug sollte auch bald wieder Saft haben. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Noch eine Fehlfunktion? Nein, die Quarantänesysteme funktionieren. Hurra! Moment, hört ihr das? Ja. Ja, ich hör's. Hammond? Ganz ruhig. Daniels, bring die Aufzüge wieder zum Laufen. Irgendetwas ist mit uns hier drin. Da oben! Oh Gott! Daniels! Daniels, mach die Türen auf! Gleich! Raus da! Kendra, die Türen! Ich hab's geschafft! Lauf, lauf! Jo! Ich möchte auch hier weg. La la la. So ein schöner Tag. Oh, fantastisch. Yes, Sir, Necromorphs. Sie sind in den Wänden. Fahrstuhl. Das war doch keine Marmelade. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Dankeschön. Geil, die stressen mich einfach jetzt schon, obwohl wir nur weglaufen mussten. Und wie geil der Anzug aussieht. Wow, die Effekte. Holy shit. Das klingt nicht so, als würde ich dich reinlassen wollen. Ja, wein da ruhig ein bisschen. Und das sieht aus, als würden wir unseren Cutter bekommen. Was für eine legendäre Waffe. Da ist er einfach. Hey, dieses Hintergrundweinen dazu. Okay. Der Cutter wird gescannt. Plasma-Cutter, Standard-Abbauwerkzeug der CEC, feuert Präzisionsschüsse ab, die meisten Materialien durchschneiden. Und hier sehen wir schon eine tolle letzte Nachricht an der Wand hinterlassen. Wir sollen ihre Gliedmaßen abtrennen, ne? Wenn man diese verknöcherten Armauswüchse wegballert, dann war's das für die Kollegen. Jawohl. Ja, wer Dead Space in der vollen Atmo sich gönnen möchte, Leertaste? Ah ja. Sehr gut, der kann das abends spielen. Kopfhörer auf, schön dunkel machen, kein Kumpel im Discord oder so. Aber ich brauch das nicht, ich kack mir auch so in die Hose. Das ist einfach der Vorteil. Ja, du weißt schon, was passiert, wenn du so weiterschreist, Kollege, oder? Aber wir müssen ja eh hier durch. Oh, super. Ja, das ist genau, was ich sehen wollte. Erstmal die Beinchen. Erstmal die Beinchen. Oh ja. Das geht wie früher. Okay. Das habe ich ja in Resident Evil auch immer probiert. Und nochmals vertreten. Das ist auch geblieben. Für die Loot-Chance. Geil. Und das habe ich bei Resident ja auch immer probiert. Bei diesen Regenerators. Das ist aber nicht ganz so gut gelaufen. Und ihn hat es jetzt noch mehr zerteilt. Ian Gallagher. Falsch abgebogen, Bruder. Verdammt. Hast du auch noch Loot dabei? Sieht nicht so aus. Aber Isaac hat immer noch einen ziemlich starken Tritt. Das finde ich gut. Lieber starker Tritt als starker Schritt, sage ich. Und das Tolle an den Necromorphs ist ja, das haben wir gerade schon gesehen. Oh, Junge. Wow, oh, fuck. Was zum Fick. Genau das. Sie können halt... Das war der Schrei, Bro. Das war ich, wenn der Dönermann 5 Minuten zu spät kommt. Aber die können halt überall rauskommen. Das war immer dieser geile Dead Space-Moment, dass du denkst, du bist irgendwie safe, du bist in irgendeinem Fahrstuhl oder bist an einer Wand mit dem Rücken und dann kam der halt hinter dir aus dem Lüftungsschacht, ne?
Genau so. Sicherheitsanfrage abgerufen. Es ist nicht gestorben. Sie haben ihn genau zwischen die Augen geschossen und es ist nicht gestorben. Smith musste ihm die verdammten Arme und Beine wegschießen. Wir brauchen Hilfe. Ja, Arme und Beine wegschießen, haben Sie verstanden? Aber war das überhaupt Nekromorph? Ich habe mich so auf diesen blutigen Koffer konzentriert. Vielleicht war das doch der Captain, Junge, der die Crew sucht. Der hatte keinen Morgenkaffee. Medipack hinzugefügt mit F. F wie Medipack, okay. Das werden wir auf jeden Fall brauchen. Da werden wir nicht dran vorbeikommen. Aber hier ist zumindest noch ein bisschen Licht an. Da gab es ja auch deutlich schlimmere Passagen. Bring dich in Sicherheit, ja, das ist richtig gut gelaufen. Isaac, du hast es geschafft. Mein Gott. Knapp. Die sind überall. Chen ist der... Er ist tot. Ich konnte nichts tun. Was zum Teufel sind diese Dinger? Einige von denen, die ich gesehen habe, trugen Ishimura-Uniformen. Das ist die Crew? Wie kann das die Crew sein? Ich meine, sieh sie dir doch an. Wir müssen zur Brücke. Es waren 1000 Leute an Bord. Irgendwer wird da sein. Geht nicht. Die Monorail ist kaputt. Alles abgeriegelt wegen der Quarantäne. Und ihr seid beide Reparaturtechniker. Wie gehen wir vor? Gar nicht. Ein defekter Waggon versperrt den Tunnel. Er blockiert das System. Und es ist eine Platine abgeraucht. Die Abriegelung bleibt aktiv, bis wir das Ersatzteil aus dem Wartungssektor haben. Aber es ist alles in der Quarantäne bei Isaac. Ich mach das schon. Sorg du dafür, dass die Reparatursysteme Strom haben. Und Isaac? Ja? Ich bin sicher, Nicole geht's gut. Sie ist doch Ärztin. Sie tut das Richtige. Ja. Ja, das tut sie immer. Ich bin bald zurück. Ja, hier geht's allen richtig gut. Fantastisch. Selten ging's uns allen so gut wie hier. Ersetze den defekten Waggon. Sieh dir die Ziele an mit Tab. Ah ja, dieses Holo-Menü ist halt auch so cool, ne? Monorail zum Laufen. Monorail, Monorail. Muss ich immer an die Simpsons-Folge denken. Ach, und hier die Karte. Ja. Ich heiße Map. Tolle Karte. Aber an diesen Raum erinnere ich mich aber auch noch, weil ich hier damals ungefähr 3 Stunden verbracht habe, weil ich mich hier wirklich sicher fühlte. Mal sehen, ob wir das heute ein bisschen kürzer schaffen. Aber wir haben ja schon gesehen, dass wir hier nicht nur ein bisschen was zum Looten haben, sondern dass es auch wirklich schöne Text- und Audio-Logs gibt. Da lohnt es sich ja doch, sich noch ein zweites Mal umzuschauen. Ein paar Credits, Ehre. Ob man nicht doch noch ein bisschen mehr findet. Wie auch eine Speicherstation. Ja, moin. Die gönnen wir uns auch gleich mal noch. Leerer Slot, na klar. Ja, damit. Perfekt, perfekt. Es ist so seltsam, sich dran zu erinnern, wie man früher diese Schritte schon gemacht hat. Und jetzt ist es so geil einfach auch in der Optik. Sie haben echt versucht, so viele Elemente auch zu erhalten. Wie dieses Rausfahren der Speicherstation, Hammer. Und hier, je nach Arbeitsmotivation, haben sie eine Maschine für Tee, für Kaffee. Und hier direkt ein bisschen Bleiche, wenn du sagst, Leute, ich kann heute nicht mehr. Ich mach den Rest auf Krankenscheinbasis. Fracht und Gepäck. Und da ist der Monorail-Tunnel. Dann gehen wir erstmal provokant hier lang, oder? Gepäckhalle. Hallo! Ich möchte mein Gepäck abholen. Oh, shit, Bro. Hier wollten anscheinend einige ihr Gepäck abholen, ha? Oh mein Gott! What the hell? Na gut. Das Schöne ist ja auch bei den Necromorphs, du hörst sie zumindest, ne? Sie sind nicht sneaky. Das Problem ist aber, du hörst sie. Das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil die springen auf einmal raus, schreien und greifen halt direkt an. So, du hast nicht wirklich... Hier ist der andere vorhin lang, ne? Hier habe ich mich eben erschrocken. Du hast nicht wirklich Zeit zu reagieren und du prankst. Ah, Drecksau. Ja, ja, ja. Auch daran erinnere ich mich noch gut. Oh mein Gott, zum Glück bin ich auf den nicht reingefallen, Bruder. Das habe ich vor 10 Jahren oder so in Dead Space gelernt und deswegen schieße ich noch heute in den verschiedensten Games auf Gegner, die tot um die Ecke liegen, weil ich denke, der springt mich gleich nochmal an. So sehr hat mich der Scheiß damals fertig gemacht. Wartungssektor einschalten. Ist das irgendein Rätsel oder was? Navigieren? Warte, wie machen wir das? Frachtlager? Okay, Wartungssektor einschalten. Ah, wir können nur eins immer. Ajo, ajo. Okay, schön die Stromschalter. Man hat leider nicht unendlich Munition. Nee.
Darum ist es immer ein bisschen Risiko, auch auf die Beine zu gehen. Später gibt es noch ein paar Tricks und Kniffe, wo wir auch deren Stacheln mit Stase und so verlangsamen und oder rausziehen können. Aber es ist auch ein Stück weit Survival mit drin. Also man muss schon so ein bisschen auch aufpassen. Warum ist hier direkt wieder eine Speicherstation? What? Ich habe einen Gegner gemacht. Was wartet hinter dieser Tür, wenn hier direkt ein Speicherpunkt ist? Die Viecher sind sehr saftig. True. Big true. Wartungssektor. Oh Gott, das schreit ja nach, sie kommen von allen Seiten, hä? Isaac, mach dir nicht die Mühe, auf den Kopf zu zielen. Das fällt dir nicht mal auf. Okay. Es geht nur, wenn du sie zerhackst. Ihre Arme, ihre Beine. Bringt sie das schnell um, oder können sie sich dann nur nicht mehr bewegen? Sprengstoff. Okay, und das da sieht aus wie so ein Gitter, wo einer rausjumpt. Yes, Sir. Okay. Ein bisschen was weiß ich noch. Das ist gut für uns. Das ist gut für uns. Oh Gott, wie schnell er läuft. Runter mit dir. Uff. Boy. Liegen bleiben. Ey, das waren nur zwei. Ne? Am Ende wurde man so geisteskrank überrannt. Aber es gab ja auch noch ein paar andere Waffen. Das war ja alles so ein bisschen in Bergbaumanier gehalten, ne? Wie wir vorhin kurz reingelesen haben. Ging es ja hier um ein riesiges Schiff, das schöne Ressourcen von anderen Welten und Kometen und so weiter abbaut. Und darum, wo? What? Ich habe ihn gehört, aber nicht gesehen. Dort vorn. Ah ja, da kommt da der Onkel. Maybe können wir den ja tricken mit dem Fässchen hier. Ja, komm mal, ich muss Money sparen. Bam. Perfekt, ja, da wird der so auseinandergefetzt, ne? Da ist ja sogar der Loot direkt da. Schön, schön. Zählst du mit? Sie sagten, es gibt 1000 Besatzungsmitglieder. Dann haben wir schon mal ein paar weniger, ne? Oh Gott, wo? Da oben? Okay, ist es nur der eine? Hier hätten wir auch noch ein Sprengstofffässchen liegen. Aber wer weiß schon, wo der kommt. Junge, wie er da läuft. Das ist ja schon ein bisschen niedlich, fast wie er da rumwiggelt mit seinen Ärmchen, oder? Wiggle, wiggle, wiggle. Ja, ja, komm mal ran hier. Oh, shit, ist ja schnell auf einmal. Wow, Bruder. Holy fuck, das war nicht mehr so niedlich. Okay, wenn die schreiend losrennen, dann finde ich sie nicht mehr so süß. Das ist ja merkwürdig. So, hier ist keine Energie. Das heißt, wir müssen wieder was umleiten. Ja, Credits nehmen wir mit. Ah, jetzt ist die Frage, spawnen die hier regelmäßig oder haben die so Triggerpunkte? Hier liegt noch mehr Sprengstoff. Das dürfte bedeuten, dass wir deutlich mehr Besuch zu erwarten haben. Und kann ich dem Kabel folgen? Warte mal. Das geht nach oben. Nach oben und nach rechts. Das heißt, ich muss da hoch oder was? Warte mal. Da oben läuft es weiter. Dann müssen wir in der Tat hoch. Okay, na hier ging es ja hoch. Das ist ja ein toller Zufall. Ich freue mich total deswegen. La la la, so schön wie heute. So müsste es bleiben. Aber das ist doch ein Prank. Bro, als ob ich hier einfach looten kann. For real? Cutter-Munition. Okay. Ja, Cutter-Munition ist ganz nett, ne? Wenn da jetzt Katharina in dem Schrank gewesen wäre, das wäre bestimmt auch ganz nett gewesen. Aber Munition ist mir doch im Moment lieber. Ich kann nur gerade nicht einschätzen, sind wir tatsächlich, absolut unverdächtig, sind wir tatsächlich ein bisschen höher? Ne, wir sind jetzt am Eingang wieder. Hier kam auch einer rausgesprungen. Wie komme ich denn hoch? Oder ist es so vernetzt, dass ich in den anderen Bereich muss und da mache ich dann den Strom wieder in die andere Richtung vorher, um da dann den Strom umzuleiten? Nee, so kompliziert machen die es nicht, oder? Ich war nur zu blöd, den richtigen Weg zu finden, nehme ich an. Das könnte es schon gewesen sein. Aber hier unten war tatsächlich nichts weiter. Ich will da rein. Was ist das? Es leuchtet lila. Es sind fette Epics. Ich brauche das. Ich brauche das, aber vielleicht muss ich auch nur auf irgendeinen Schalter schießen. Ich habe leider keine genauen Erinnerungen und auch keinen genauen Plan. Aber wir hatten doch irgendwo auch noch so einen Leuchtefaden. Ah, ja, den haben sie auch behalten. Das ist schön. Tja, da bin ich jetzt zu unerfahren auch mit den Mechanics, ne? Sonst hätte ich jetzt erstmal noch einen Knopf gesucht, den ich anschießen muss. Wie mit dieser Energiezelle vorhin, aber nö, anscheinend sollen wir da lang zurückgehen.
Ich liebe es, wie riesig und spooky das einfach alles ist. Ne? Allein dieser wackelnde Käfig, da drüben dann als heftiger Kontrast diese riesige Werbung einfach nur an der Wand. Absolut insane. Naja, dann nehmen wir vielleicht doch erstmal den anderen Weg. Auch etwas, was ich bei Dead Space auf die harte Tour lernen musste. Manchmal stehen hinter Türen direkt Gegner. Bereit, dich anzugreifen. Bereit, dich platt zu machen. Aber die scheinen sich noch zu benehmen hier. Na gut, dann leiten wir das wohl erst nochmal um. Ich hoffe, es gibt keinen Respawn, sonst wäre das gerade ziemlich wasted gewesen. Like this. Der Nebel, der Rauch, ne? Das volle Programm. Ist so. Und auch hier auf dem Rückweg bist du nicht sicher. Nur weil hier gerade nichts war, kann es durchaus sein, dass die Boys sich das jetzt nochmal anders überlegen. Ah, diese permanente Anspannung, ne? Ich hab's genauso vermisst, wie ich's gehasst habe. Scheiße. Wieder bin ich froh, dass du das spielst und ich gemütlich unter der Decke auf der Couch liegen kann. Lecker Cappuccino, oh ja. Das ist was Feines. Da muss die Platine rein. Gut, nicht, dass ich hier irgendwas vergessen habe. Dann laufen wir erstmal hier drüben lang. Ja, moin. Monorail-Tunnel. Monorail, Monorail. Hallöchen. Jo. Das ist absolut super. Imagine, du läufst irgendwie weg vor diesen Viechern und dann backt die Tür da so rum. Und dann stirbst du durch die Tür und nicht durch die Nekros. Das ist natürlich auch fantastisch. Und ich glaube... Toll. Ja, der hatte wohl keine Fahrkarte gezogen, ha? Selber schuld, Bruder. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Aber hier dürften wir jetzt das Stase-Modul richtig kennenlernen. Wenn ich nicht das Tutorial schon verpasst habe. Diese Soundkulisse. Ich hoffe, dafür haben sie bereits zahlreiche Preise gewonnen. Und damit können wir ja Sachen dann verlangsamen. Da bin ich immer sehr geizig mit gewesen. Aber das geht natürlich auch auf die Gegner. Ja. Oh, ein niedliches kleines Püppchen mit einer Bierflasche, sag mal. Na, wenigstens hat das Kind kein Handy in der Hand, wa? Das Kind, das raucht und säuft, aber wenigstens kein Handy. Stase. Oh, und ein Gratisarm. Junge. Hervorragend. Stase, Stase, Stase. Halten und zielen mit C. C wie Stase. Okay. Stand da Fuck it an der Wand? We need more people here. Kann sein, würde mich... Ah, da, ja, Fuck it. Der hatte anscheinend nicht mehr so viel Bock. Das ist vielleicht der, der dann doch durch die Tür rennt. Wir haben eine Türstörung auf dem Weg zum Wartungssektor. Kannst Wollte. Du das reparieren? Nein, aber ich habe einen Stasemotor gefunden. Wenn ich schneller bin als... Ich schaffe das. Jo, dann... Wann machen wir das am besten? Schon, wenn sie zurückgeht, oder? Okay, das war nicht ganz so gut wie geplant. Aber das Timing war anscheinend eh nicht entscheidend. Da es sowieso nicht so komplett verlangsamt hat. Na gut. Ja, und sofort ist das Stase-Modul gelb. Und hier soll kein Gegner sein. Das ist eigentlich das Allerschlimmste, wenn du fest damit rechnest. Und dann kommt gar keiner. Stattdessen schon wieder eine Speicherstation. Die sind ja richtig gnädig hier am Anfang. Wir werden jetzt bestimmt verwöhnt. Daywalker, hi. Und dann rasten sie richtig aus. Dann geht's so richtig gnadenlos. Schlag auf Schlag auf Schlag. Und es ist auch eine ganz andere Anspannung. Oh, klar, was sonst. Klar, was sonst. Es ist auch eine ganz andere Anspannung als bei Resident. Mhm. Mit der Mucke dazu, Junge. Oh Gott. Es kam nicht mal was, es war wirklich nur so ein Stromausfall. Oh Mann, leck meine geschmolzenen Space-Eier. Schön ein bisschen Old God flüstern dazu. Kann ich jetzt die Station benutzen? Sehr gut. Ja, zünd den Knaller. Ehre. Wo gehen wir jetzt als erstes lang? Wie war der Faden? X? X wie Faden. Na, dann nehmen wir erstmal den Main-Weg, weil die anderen Wege, die sind sicherlich nicht völlig doof, aber gerade bei dem anderen hatte ich ja auch das Gefühl, dass es noch nicht so weitergeht, wie es weitergehen könnte. Wenn ich nicht einfach nur zu blöd bin, die Wege zu finden, also die Option darf man natürlich auch nicht vollends außer Acht lassen. Überall diese Lüftungen, was soll das? Wer braucht denn Luft im Space, im Kosmos, im Raumschiff, einen Knoten? Sehr gut.
Darum immer schön die Eier abtasten, Leute, damit man die auch rechtzeitig findet. Und damit können wir unsere Waffen zum Beispiel verbessern. Das wäre schon mal sehr important. Kralle gelöst. X für Crossroad. Yo, das Brachland. Es ist überall. Noch ein paar Credits. Ja, ich sag mal, gesunde Menge Blut hier auch, ne? Da haben das die Ingenieure falsch verstanden, als gesagt wurde, wir müssen mal wieder ölen. Rollläden öffnen, um Monorail zu reparieren. Das wird bestimmt kein Event, das ein bisschen dauert oder so. Nö, wir werden bestimmt nicht von 1000 Seiten angesprungen, während ich das repariere. Ach, ich freue mich total, dass das eine entspannte Reparatur wird. Ey, hier sind wirklich überall Luftschächte, ne? Oh mein Gott, und am Anfang war doch jeder zweite Satz, sie sind in den Wänden. Sie sind in den Luftschächten. Kann ich nicht auch einfach in die Luftschächte gehen? Können wir denn nicht zusammenleben? Nein? Na gut, vielleicht muss ich auch mal in einen reinbeißen. Mal sehen, wie denen das gefällt. Let's go. Reparatursysteme online. Ladesystem reinitialisiert. Aha. Rollläden werden geöffnet. Da ist der... Fehlfunktion des automatischen Laders. Bitte wenden Sie sich an einen Reparaturtechniker. Der Waggon. Haltekrallen manuell anbringen. Reparatur beginnen. Wie mache ich das denn? Muss ich da jetzt mit Stase irgendwas tun oder muss ich da einfach nur runter? Oh Gott. Ich weiß es nicht. Was sagt denn unser Faden? Ersetze den defekten Waggon. Ach, einfach hier über die Teile, wa? Krallenbefestigung initiieren. Ah, ich dachte, ich muss runter. Oh, das ist mal eine Kralle, Junge. Rechter Ladegreifer. Du mieses Schwein. Ich will hier nur Sachen reparieren. Wer greift denn den Techniker an? Was ist da los? Es gibt ja auch Leute, die irgendwie Postboten und Notärzte angreifen. Was ist mit denen? Da komme ich mit meinem Techniker-Dasein nicht weiter. Oh, das hörte sich aber nicht gut an. Oh, das hörte sich noch weniger gut an. Oder? Machen entspannten jetzt. Der ist schon mal hin. Aber, wollte ich sagen, der kam doch nicht alleine. What? Der lebt immer noch. Oh nein. Oh, ich verliere Leben. Schnell einmal auffüllen. Ich dachte, der ist hin. Oh nein. Aber da haben wir es gesehen, ne? So schnell, wie die manchmal sprinten. Erstmal Audio-Log gönnen. Nachricht abgerufen. Benson am Maschinenraum. Habt ihr ein Stase-Modul? Wir brauchen eins in der Monorail-Wartung. Sofort. Der Autolader ist hinüber. Hier ist ein kaputter Monorail-Waggon auf den Schienen. Und wenn alles blockiert ist, wen rufen Sie dann wohl? Hier, Tempel. Wir schicken ein Stase-Modul. Was ist denn mit dem automatisierten Lader? Keine Ahnung. Hier geht gerade irgendwie alles kaputt und... Und ich höre Dinge. Unten in den Gängen, wo niemand sein kann. Weißt du? Ich weiß. Ich weiß. Ja, ist immer ein gutes Zeichen, oder? Jetzt hören Sie die Dinge zusammen. Und ich höre den Don mit dem fetten T3er und der 32, mein Lieber. Dankeschön. Kralle 2. Glaube ich, stelle mich hier mal in die Mitte, oder? Bin ich da auf dem Präsentierteller? Linker Ladegreifer befestigt. Wir haben ja auch noch eine Stase-Station. Haltekralle manuell anbringen. Fehlt noch eine, oder was? Ah nee, die andere ist wieder locker geworden. Hat der da drauf gedrückt, oder was? Like this? So. Beide Krallen. Fehler. Rechter Ladegreifer wurde gelöst. Ah, den. Kannst du den Monorail-Waggon bewegen? Mit Stase. Der automatisierte Lader ist kaputt, aber die Stase sollte ausreichen. Jau. Es kommt aufs Timing an. Super. Aber beeil dich, okay? Hier unten hat man alles. Ja, das ist ja super. Dann rufen wir jetzt die ganze Zeit Prime Gaming. Und dann freuen sich alle total. So, Stase it is. Ladegreifer befestigt. Und jetzt ganz schnell hier. So. Das ist im Grunde Paketklebeband. Ja, ich warte total gern. Das nehme ich super leise und unauffällig. Das wird mir bestimmt nicht zum Nachteil gereichen oder so. Oh, Bruder. Bleib stehen. Mach einen ruhigen. Yes, perfekt. Und dein Kumpel kommt natürlich auch noch dazu. Wie sollte es anders sein? Wir müssen nachladen, Isaac. Yes, Sir. Okay, haben wir auch. Und da ist der neue Waggon. Das waren ja nur zwei, das geht ja noch. Diesmal waren wir ja ready, hatten eine bessere Position. Konnten die uns nicht einfach überrennen, die Räudigen. Ich spiele auf normal.
Ich bin der Normal Boy. We're just normal man. Oh oh. Just innocent man. Von zwei Seiten? Nee, sieht nicht so aus. Komm, mein Schöner. Ja, ja, ja. Ich warte auf dich. Zack. Perfekt. Monorail-Ersetzung abgeschlossen. Stabil. Geschafft. Der Waggon hat das ganze System blockiert. Eins ist erledigt. Und deine Datenplatine war auch durchgebrannt? Laut Inventar gibt's eine Ersatzplatine im Wartungssektor. Ohne können wir die Monorail nicht betreiben. Das ist der Teil, das ich vorhin gesehen habe, bestimmt. Monorail ersetzt. Ja, aber geil, wie automatisch das meiste davon läuft. Das sind zwar alles Riesenmaschinen, die dich zerquetschen, wenn du einen falschen Schritt machst. Aber das haben wir heute ja auch schon. Im Grunde war das jetzt der Arbeitstag, wenn man nicht gerade von Aliens zerfetzt werden würde. Das schon relativ chillig, würde ich meinen. Na gut, Problem ist dennoch, das hat ordentlich Krach gemacht. Wir haben den ein oder anderen bestimmt aus seinem Schönheitsschlaf geweckt. Ich könnte mir vorstellen, dass das negative Folgen mit sich bringt. Sie haben übrigens auch wieder so ein paar schicke Optionen. Oh Gott, da oben. Was zum Teufel? Ein paar schicke Optionen zur Barrierefreiheit. Oh Gott, das wollte ich wirklich nicht sehen. Von wegen, wenn eine Waffe leer ist, kann man automatisch zur nächsten wechseln. Und nochmal Stase mitnehmen hier. Und wenn man keinen Bock hat auf dieses Kopfgeschüttel, Waffenrückstoß gelöt und so Richtung Motion Sickness, kann man das auch deaktivieren. Finde ich ja immer richtig und wichtig, so ein Bums. Was war ich sehend? Ja. Lasst uns so tun, als hätten wir das gar nicht gesehen. Da hat nur jemand seinen Haustierskorpion irgendwie freigelassen und der sucht jetzt das Weite. Bin mir auch gar nicht sicher, was es alles für Gegnertypen in 1 gab. Ich glaube, es gab schon diese fetten Behemoths. Badezimmer? Oh Gott. Wen stören wir jetzt beim Kacken? Will ich das wirklich wissen? Oh, wie verstörend. Ich erinnere mich an Badezimmer-Szenen in Bioshock. Das hat mir nicht gefallen. Und das hier ist wirklich sehr abgeranzt. Holy fuck. Plasma-Energie. Danke, Bruder. Und dann gab es, glaube ich, schon diese Babys, oder? War die Babystation im Original schon? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass wir hier nicht lang allein bleiben werden. Credits nehmen wir mit. Ey, die sind einfach im Badezimmer niedergemetzelt worden. Das ist doch echt scheiße. Das möchte man doch nicht. Hier wurde noch versucht, mit dem Lappen ein bisschen aufzuwischen. Und jetzt sowas. Aber gleichermaßen denke ich bei Badezimmern immer an die wunderbaren Videos von der lieben Cold Mirror zu diversen Games, wo es immer darum ging, haben die eine Toilette oder nicht. Und da war Bioshock, meine ich, auch immer ganz weit vorne mit dabei. Oh ja, diese Babys, ne? Das war absoluter Terror einfach im Kopf. Buchmädchen mit dem 5. Dankeschön. Tja, da hat uns jetzt lustigerweise nichts angesprungen. Das überrascht mich. Aber es ist ja wie immer nur eine Frage der Zeit. Ne? Mal sehen, wann ich so richtig unvorsichtig werde. Und auch mit nicht gezogener Waffe weiter rumlaufe. Hier war vorhin ja auch nur das Stase-Tutorial, ne? Was war es? Mit C? Nee, ich hab's schon wieder vergessen. Wo waren Stase? X war unser Faden. Stase war... Ich hab's vergessen. Ist es hier dabei? Warte mal, wir haben eine ganz schnelle Übersicht. Stase ist C. C, das muss ich mir merken, ey. Für das hier. Nee, warte, das ist Aufladen. C ist Stase Regen. Und Stase Pack benutzen? C. Hä? Warte. Wir müssen zielen dabei, ist es das? Ah, zielen und Stase ist Stase benutzen und so ohne zielen ist ein Pack einwerfen. Na gut, wenn man das einmal verstanden hat, ist ja auch sinnig, ne? Aber C wie Stase, vorhin habe ich noch gewitzelt, gemerkt habe ich es mir aber nicht. Mal sehen, wie es in der nächsten Runde aussieht. Hallo! Oh! Apropos nächste Runde. Ja. Oh, der spuckt. Eww! What the... Bro! Oh mein Gott, was? Ey! Das müsst ihr lassen, Jungs. Das müsst ihr ganz dringend lassen, was zum Teufel? Oh mein Gott, wie soll ich das denn abwehren? Ja, vielleicht kann ich diese Blubbels kaputt schießen oder muss halt in Deckung gehen. So aus der Deckung schießen. Damit habe ich nicht gerechnet.
Kein Wunder, dass der so zuversichtlich auf mich zugesprungen kam, hä? C wie Stase. Okay. Das ist gut. C wie Stase, ja. Da bin ich dabei. Na gut, wir speichern erstmal. Nach dieser wundervollen Begegnung. Ganz, ganz toll. Einmal für die Sicherheit. Und dann dürfen wir jetzt dahin zurück, wo wir vorhin schon waren. Emeron mit der 34. Vielen Dank. Tab halten war Karte. Ja. Die werde ich sicherlich auch brauchen, weil ich ja auch so ein richtig guter Kartenleser bin. Vor allem werde ich bereits in den nächsten 5 Minuten wieder vergessen haben, wo die Karte überhaupt abzurufen ist. Na? Hier soll jetzt nichts getriggert sein. Eigentlich, ne? Haben wir hier aufgeräumt. Eigentlich waren wir hier ja schon fleißig. Aber was bedeutet das, wenn wir vorhin hier gar nicht sein sollten, ha? So, den machen wir an. Sehr gut, sehr gut. Und dann waren wir hier in dem großen Raum. Mal sehen, ob da nochmal was getriggert wird. Bin gespannt. Mit Fellenergie hat er mich bekotzt, ja, for real. Hier sind wir jetzt richtig. Dann war das Leuchtende vorhin kein Energieknoten, sondern diese Platine. Tja, deswegen weiß ich aber trotzdem noch nicht, wie wir hier jetzt am besten rankommen. Vielleicht helfen uns ja unsere Freunde. Die müssen ja auch mal irgendwas können. Hello, Friends. Seid ihr hier? Könnt ihr helfen? Oder muss ich wirklich irgendwas abschießen? Warte mal, wir folgen nochmal diesem roten Teil. Weil das ging doch da oben gerade weiter lang, oder nicht? Das ist doch nicht nur stumpf nach oben gelaufen. Sondern das ging doch hier weiter, oder nicht? Nee, hier sehe ich es auch nicht. Das irritiert mich. Da ist das Blaue. Das ist das, das wir mit Strom versorgt haben. Das ging da oben weiter. Yes, yes. Aber warum sehe ich hier den Anschluss nicht? Ich bin mir sicher, dass ich da irgendwie hoch muss. Ich habe nur den Weg noch nicht gefunden. Vielleicht muss ich doch selber über die Lüftung irgendwie steigen oder so. Beziehungsweise sind wir da unten noch nicht lang, oder? Hier oben habe ich geschaut, hier war aber nichts, bilde ich mir ein. Hier können wir auch nicht durch, obwohl das den Necros vermutlich sehr gefallen würde. Dann ist das ja eigentlich nur noch der Weg hier unten. An Teile meines alten Let's Plays kann ich mich gut erinnern. Ja, die haben mich bis heute verstört, bis heute begleitet. Und darum weiß ich noch ein bisschen was, aber wenig im Detail, sage ich mal. Wenig im Detail. Ah, guck an. Hier können wir einen Fahrstuhl rufen. Perfekt. Ja, schön mit flackernden Lichtern, voll mit Blut. Ich glaube, der Fahrstuhl wird uns sehr gute Dienste leisten. Müssen wir uns keine Sorgen machen. Scheiße, einmal den Cutter im Anschlag, bitte. Jawohl. Und? Jemand zu Hause? Hallo? Jemand zu Hause? Jetzt sind wir wirklich oben. Aber hier sind halt auch die schickeren Wohnungen, ne? Hier sind so die Lofts und die Ferienhütten. Das heißt, hier sind jetzt die neureichen Necros. Der ist wirklich tot? No way. No way, dass der for real tot ist. Kann ich das glauben? Will ich das glauben? Das ist mir viel zu lang, viel zu ruhig hier gerade gewesen. Werde ich gleich mehr schreien als beim Zotti Mount Drop? Wir werden es auf jeden Fall rausfinden. Jetzt sind wir noch näher dran an diesem schwankenden Kasten. Bist du wirklich tot? Ich traue dem Frieden nicht, Leute. Ich habe zu viel Scheiße gesehen. In der kurzen Zeit, in der wir hier waren. Da ist der Nächste. Was ist das jetzt für eine Probe? Aha! Okay. Gar keine Probe. Sondern tatsächlich die Abschlussprüfung. Ajo, ajo. Da ist er im Eimer. Beine und Stacheln, Männer. Beine und Stacheln. Lächeln und winken wäre mir zwar auch lieber, aber was willst du machen? Okay, jetzt können wir hier den Stromfluss erweitern. Ich hoffe nicht so krass umlenken, dass dann unten zu ist und ich nochmal hoch muss. Das würde mir noch fehlen, weil zumindest früher, ich meine, da war ja auch die Technik, sowas hinzuprogrammieren, ein bisschen limitierter. Textlog gucken wir auch gleich rein. Aber da hattest du halt Dead Space auch als König des Backtrackings, ne? Darum ist sowas nicht völlig ausgeschlossen. Textlog. USG Ishimura, Abteilung Luft- und Raumfahrttechnik. Rechnung für Shuttle-Reparaturen. Missionstag 2.
Defekter vorderer Giroantrieb, Schiff USG ICH 503. Ja, die Nummern sind immer deutsch im Weltraum. Ersetzt jetzt funktionsfähig. Missionstag 3, fehlerhaftes Zielfernrohr. Noch in Reparatur. Tag 4, beschädigte Landerepulsoren. Vollständiger Austausch, jetzt funktionsfähig. Beschädigte vordere und linke vordere Sichtfenster. Ersetzt funktionsfähig. Tag 5, beschädigte Boostermanschette. Repariert, jetzt funktionsfähig. Anmerkung des Ingenieurs Jay Wright, zweiter Ingenieur Wartungssektor. Okay. Der hatte also gut zu tun, ne? Jeden Tag fällt was anderes aus. Da bist du dann gut bedient, wenn irgendwann mal nur die Heizung ausfällt. Da bist du dann richtig happy. Hey, mal nur frieren. Oh no. Ach du Scheiße. Ja. Ja, wahrscheinlich, Bro, natürlich, ja. Okay, das ist schlimmer als nur Backtracking. Scheiße, von hinten ist auch noch einer. Oh, 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 die haben dolle Bock. Aber wir haben sie. Junge. Was soll denn das? Als ob die nur gelauert haben auf diesen Moment, ihr ekligen Schweine. Unangenehm. Da hinten habe ich auch nix. Dann gehen wir jetzt zu unserem flackernden Fahrstuhlfreund, weil der funktioniert bestimmt absolut reibungslos. Ne? Die wollen mich, die haben richtig Bock, ja. Die denken sich, den bumse ich jetzt. Wenn der so lange einen Classic HC überlebt hat, Junge, dann schneide ich ihn jetzt selber kaputt. Die Drecksau. Den haben wir vor 10 Jahren schon hier gesehen auf dem Schiff. Jetzt kommt er einfach wieder in demselben Kackanzug mit diesem Dreckscutter. Den fick ich. Das waren die letzten Worte eines Necromorphs. Den fick ich. Okay. Nicht hinter uns, sondern vorder uns. Vorder uns. Ja. Vorder mich, Daddy. Oh, shit. Oh, shit. Ja, kommt. Kommt, kommt. Ich habe was Leckeres dabei. Oh, neben mir, oder? Oh, scheiße. Von wo? Auch von oben. Okay, da ist noch einer. Haben wir auch. Sehr gut. Aber der kam for real von hinten. Bro, die sind so böse. Oh, mein Gott. Wo kam er hier raus? Ah, ich wusste es. Ich wusste, die bringen noch einen richtigen Assi-Move. Oh, shit, Bro. Ist er runtergekracht? Nein. Gut, der Loot bleibt hier liegen, selbst wenn ich sie wegspringe. Das finde ich nett. Dachte ich zumindest, weil von dem Bruder fehlt auch jetzt der Loot, ne? Na? Na gut, dann sei es so. Aber wir haben die Tür gefunden, Leute. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ich freue mich so. Super. Ein weiterer Lüftungsschacht. Die Platine und noch ein Textlog. Schön, machen wir Hörbuchstream auf der Ishimura. An M. Smith von Jay Wright. Oh, das ist der, von dem wir gelesen haben oben. Betreff Pokerabend. Ich halte das von Rickling fern, falls Benson mithört. Willst du heute Abend pokern oder lässt du Caitlin weiter mit deinen Credits rumlaufen? Ich bin dabei, aber kannst du Pavey dieses Mal nicht einladen? Ich weiß, dass er sich immer noch die Schuld an Sarossis Unfall gibt. Aber niemand will sich diese verdammten Albträume anhören. Vor allem nicht denen, dem er sah, wie Sarossi aufstand, mit halbem Kopf herumlief und... Naja, mach mir deswegen keine Vorwürfe. Ich mein's ernst, es macht mich fertig. Letzte Nacht hatte ich einen dieser Träume, von denen man aufwacht. Aber mein Dad saß neben meinem Bett und redete mit mir. Es fühlte sich so echt an, dass ich ihn den ganzen Tag aus den Augenwinkeln gesehen habe. Und glaub mir, dieser Mistkerl sollte lieber tot bleiben. Cool, die Leute haben Visionen... Und sie hören Stimmen, sie sehen tote Menschen. Normaler Alltag im Großraumbüro, oder? Da müssen wir uns, glaube ich, keinen Kopf machen. Credits, Credits, Credits. Platine. Isaac, wir können nicht mehr lange bleiben. Ich höre, wie sich etwas bewegt. Moment, ich habe die Platine. Ich komme zurück zur Monorail-Steuerung. Daniels, mach dich bereit. Jo, haben wir. Ob wir hier Besuch bekommen? Noch ein zweiter Knoten. Junge, da ist sogar alles voll mit Blut, ne? Das ist wirklich nicht schön. Aber wir haben auch eine Werkbank. Und die, wie fancy diese ganzen Menüs sind, ist das herrlich. Die waren zum Verbessern, genau. Waffe aufrüsten. Verbessere die Fähigkeiten der ausgewählten Waffe oder des Rigs, indem du Energieknoten in ihr Upgrade-Diagramm investierst. Um Zugang zu einzigartigen Upgrades zu erhalten und das Upgrade-Diagramm der Waffe zu erweitern, bringe Upgrade-Teile zur Werkbank. Upgrades können jederzeit gegen Credits zurückgesetzt werden und das ist auch toll.
Anzug verbessern. Boah, wie viel, ne? Stasezone, Gesundheit, Sauerstoff, Energie, boah, sick. Anzug wäre schon big eigentlich, ne? Aber Cutter ist halt auch so wichtig. Ist eigentlich die Dead Space-Waffe schlechthin, ne? Schaden, Kapazität könnten wir pushen. Demgegenüber stehen beim Anzug Gesundheit und Luft. Ja, ich meine, Cutter-Schaden war schon okay. Jetzt gehen wir ein bisschen in Gesundheit. Andererseits habe ich mich so oft noch gar nicht treffen lassen, ne? Aber vielleicht machen wir beides ein bisschen. Pass mal auf. Wir machen einmal Gesundheit und wir machen einmal Schaden, obwohl ich mir das auf lange Sicht abgewöhnen sollte, ne? So mehrmals in verschiedene Punkte zu gehen. Ist vielleicht gar nicht mal so clever. Darum erst ein bisschen rein in den Anzug. Werden wir halt immer brauchen, ne? Luft und so, das macht schon vieles sehr viel angenehmer. Machen wir so. Ja, komm. Erstmal rein in den Anzug. Für die Gesundheit ist immer eine gute Sache. Joseph, bless me, hi. Ihr kommt gerade richtig zu dieser blutverschmierten Wand. Wenn das nicht schön ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, mobile Toilette haben wir bestimmt eh in unserem Anzug drin, oder? Der letzte Schuss war super, genau hier gegen den Pfosten. Perfekt. Das haben da Astronauten teilweise auch schon, oder? Dass sie einfach in ihren Anzug reinpinkeln und dann filtert er das direkt, oder habe ich das geträumt? War das nur bei Mass Effect? Ich weiß es nicht. Da oben kommt er angekrochen. Ja, und eigentlich haben wir da ja noch ein bisschen Sprengstoff liegen. Sehr gut. Munitionssparung, sein Onkel. Da rollt noch ein einzelnes Teil von ihm runter. Können wir Licht wieder anmachen? Muss ich nochmal hoch? Ich höre noch deutlich zu viele von denen rumschreien. Die haben dolle Bock, einen kleinen Isaac zu snacken. Chlor macht das auch ohne Anzug. Einfach in den Becher rein und trinken, Junge, ist auch wie recyceln, kein Problem. Na komm, ich weiß, du willst es. Ich weiß, du willst es. Nein? Na gut, vielleicht... Ah, scheiße! Du Wichser! Junge, was für ein Bastard. Ey, Mann. Wow. Ich habe nichts gelernt. Oh Gott, was für ein Arschloch. Junge. Okay. Ja, Dead Space. Sorry. Ja, man muss immer ballern, Bruder. Man muss immer ballern. Kann man vergessen mit, komm, ich warte, ich weiß es doch. Nein, sie werden dich ficken. Sie sind wie das Finanzamt. Sie kommen auf jeden Fall. Du brauchst es gar nicht erst versuchen. Scheiße, Junge. Oh Mann, jetzt müssen wir hier eigentlich nochmal umleiten für die Sicherheit, oder? Das können wir ja gleich nochmal machen. Like this. Jawohl, jawohl. Und dann kommt was? Ach, der nächste. Wait, was war das? Ist er nach oben gesprungen oder war er One-Hit? Oh, okay. Er ist nach oben gesprungen. Das waren Funken. Ah! Das waren die Lampen in der Decke drinnen. I see. Na gut. Aber was das wirklich für Drecksviecher sind, ne? Dass sie for real wissen, dass sie sich totstellen können. Was war das jetzt? Ein Prank? Wer kommt da jetzt raus? Der allerechte Hase oder... Holy shit. Na gut. Die sind mir langsam zu clever. Die sollen mir die Schnauze halten und umfallen. Junge, Junge, Junge. Da ist nix. Da ist auch nix. Aber das waren ja genau die Sachen, von denen ich vorhin auch nochmal gesprochen habe. Ne? Dass wenn wir bestimmte Triggerpunkte erreichen, dass es dann passieren kann, dass solche Auslöser sich verändern. Aber hier ist erstmal unsere Speicherstation. Das finde ich gut. So, dann einmal überschreiben. Jawohl, jawohl. Und dann müssen wir jedoch jetzt mit der Platine arbeiten können, oder nicht? Platine fehlt, genau. Und die sollte dort drüben rein. Na cool, sind wir aber schon vorangekommen, War nicht Platine reinstalliert. Alles fail. Systemneustart abgeschlossen. Monorail, Monorail. Joa. Dann, was soll passieren, oder? Wartung abgeschlossen. Monorail wird angefordert. Alles sauber!
Ja, da sind sie beide. Scheiben könnten auch mal geputzt werden hier. Warum sagt ihr nichts, Leute? Redet mit mir. Okay, dann nicht. Tschüss. Wir sind an Bord. Das Dach wurde getroffen, aber es ist noch intakt. Die Quarantäne ist aufgehoben. Der Weg zum Hangar ist frei. Aber die Kommunikation ist tot. Seid vorsichtig. Wie ist der Plan? Du und Johnston repariert die Carrion. Wir melden uns auf der Brücke. Standard-Notfallprotokoll. Protokoll? Hier sterben Menschen, Hammond. Und ich werde nicht noch mehr verlieren. Halten wir uns an die Vorschriften, dann schaffen wir es auch. Hoffentlich. Klar. Motivation, Leute. Kehre zur Carrion zurück. Okay. Nichts leichter als das. Achso, jetzt gehen wir zurück. Ja. In die Richtung, wo wir ursprünglich von weg rannten. Und auch hier kann man sich nie sicher sein. Denn auch in diesen Gängen wartet das Unheil. Ich habe tatsächlich vergessen über all die Jahre, wie schlimm diese Anspannung ist. Hinter jeder Tür, in jeder Ecke. Gerade wenn wir von mehreren Türen und mehreren Ecken sprechen. Du weißt, sie sind da. Du weißt, sie warten nur auf dich und auf den richtigen Moment. Und manchmal hörst du sie nur und sie kommen gar nicht direkt. Und manchmal aber doch. So, haben wir hier nicht den Cutter geholt? Ich glaube ja. Aber auch hier tropft das Wasser rein. Auch hier sah es schon mal besser aus und wir sollen wirklich ganz zurück. Oh Mann, in diesen Gang, wo ich ursprünglich überfallen und zerfetzt werden sollte. Perfekt. Da müssen wir uns schon mal gar keine Sorgen machen. Welche Spiele nach Dead Space so anstehen, laut der letzten Abstimmung Ghost of Tsushima und Last of Us beispielsweise. Das ist wirklich der Gang. Oh, moin, Junge, der hat sogar gewartet. Das ist ja toll. Lohnt es sich bei denen, wenn die so weit weg sind, vielleicht den Cutter zu drehen, was auch eine unfassbare Mechanik ist, wie ich finde, obwohl so simpel, doch so genial. Um vielleicht auf Range ein bisschen zu sparen und gleich die Arme abzutrennen. Aber das macht die ja nicht direkt ungefährlich, ne? Die können ja dann trotzdem auf dich zurennen, bisschen kratzen, bisschen beißen. Also, es gibt auf YouTube auch so Zusammenschnitte von den verschiedenen Kills, egal von welchem Gegner. Und ich sag mal so, falls ihr die nächsten Tage nicht schlafen wollt, da sind das sehr empfehlenswerte Videos. Ein Lootraum. Und auch hier wieder so eine Lüftung, Junge. In den letzten Lüftungen ist gar nichts passiert, ne? Aber du denkst dir natürlich permanent, scheiße, scheiße, ich weiß, wie ich heiße. Und da kommt jetzt was und haut mich kaputt. Aber nein, anscheinend in diesem Moment doch nicht. Wo? Hier kam auch einer rausgehopst. Na, einer kommt auf jeden Fall noch. Verarscht mich nicht. Hier waren doch vorhin 3-4 Stück allein in diesem Gang. What? Ah ja. Moin, Kollege. Und ich fürchte, fast hinter mir war noch einer. Oder war das so ein allgemeiner Hallo-Willkommensschrei? Naja, vielleicht wollte der kommen, aber ist jetzt nicht so gut gelaufen, mein Freund, ne? Was ich aber nicht mehr weiß ist, und das werden wir rausfinden, ob die sich auch infight totstellen. Ob es passieren kann, dass ich die kaputt schieße, dann gehe ich ran zum Looten und dann hüpfen die nochmal. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber ich fürchte, wir werden es bald merken, ja. Okay, in diesem Raum wurde unser Kollege zerfetzt. Daniels versucht, auf den Hauptrechner zuzugreifen. Ja, hackt euch mal da ein bisschen rein. Habe ich hier alles gelootet? Nö. Ach, guck mal. Die Schließfächer. Ja, Mutter, ich komme gleich. Ich muss noch meine 400 Credits hier an das Schließfach packen. Das war aber nett, sage ich. Dann einmal Speicherino. Stand da wirklich Inventar war voll? Nein, da stand nur, ich kann was verkaufen, oder? Mein Inventar ist doch noch nicht voll. Sind wir in WoW oder was? Wait a second. Na, guck mal, ist ein wunderschönes Inventar. Wie manövriere ich da drin? Ich kann einfach scrollen. Ah, Bronze-Halbleiter. Bauteil zum Verkaufen im Shop. Ausgezeichnet. Da wird vertickt. Das Inventar, es muss brennen.
Wunderbar. Heißt das, ich konnte gerade schon irgendwas nicht mehr mitnehmen? For real? Medipack, Munition? Das heißt, ich muss mein Inventar erweitern. Bedeutet, wir müssen nochmal zurück und den Energieknoten holen, oder was? Konnte ich den dann gerade nicht plündern? Ich war abgelenkt von Necromorphs und Gegnern, die mich zerfetzen wollen. Darum dachte ich, das war nur irgendein allgemeiner Tooltip, aber anscheinend nicht. Danke für den Hinweis. Wetten, jetzt kommt einer rausgesprungen. Wie böse wäre das, wenn sie das perfekt so programmiert hätten? Oh nee, wait, wir haben es doch mitgenommen. Dann wird das vielleicht ins Lager gesandt oder so. Ich glaube, wir hatten auch ein Lager. Aber hier ist weg. Na gut. Das ist ja dann nett, ne? Das ist ja dann ein bisschen Anti-Backtracking, dass wir nicht nochmal tausendmal zurückrennen müssen. Sondern nur das eine Mal, um es uns jetzt zu merken. So wird es nämlich aussehen. C wie Stase. Ihr wisst Bescheid. Nun gut. Dann wollen wir erstmal dort zurück. Achso, und dann ging es rechts ja auch noch lang, ne? Ja, ich erinnere mich. Hello! Jemand zu Hause? Hier dürfen wir noch nicht rein. Junge, wie abgeranzt das aber auch wirklich alles ist, ne? Ich meine, es ist ja auch ein Bergbau-, Handwerks-, Whatever-Schiff. Es wäre ja jetzt nicht das Wunderschönste überhaupt sein. Aber dennoch krass, wie imposant das alles wirkt. Allein diese Halle hier. Alien Isolation habe ich nicht gespielt. Nee, habe ich gesehen, hat mir gereicht. Mit diesen Dazulernen. Nee. Ja, ich bin dabei. Ich muss mir erstmal selber helfen hier. Servus. Ich bin hier durch, aber für den Rest brauchen wir einen Experten. Ja, ich bin generell Experte in allem. Das sollte zu schaffen sein. Hier zum Beispiel dieser defekte Ölschlauch. Das sieht sehr, sehr gut aus. Können wir so lassen. Kann man sich die Hände waschen. Gleich an Wasserhähnen gespart. Was soll ich Was tun? Was hast du da? Ist das Blut? Haley, hör mir zu. Die Ishimura ist voller... Das sind Monster. Hast du nichts gehört? Was? Nein, die Kommunikation ist tot. Isaac! Wir müssen die Kellien reparieren. Hast du einen Schadensbericht? Ja, da ist er. Okay, hat sie nochmal umgefärbt. Hätte mitkommen sollen. Ich wollte gerade sagen, Bruder, sogar der Bericht ist komplett rot. Das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Was ist das? Oh Gott. Der Singularitätskern. Also, Singularitätskern überlastet. Bitte sofort evakuieren und Mindestabstand einnehmen. Los! Das waren die Skorpione. Okay. Nein, ist sie tot? Oh, ja. Ja, spätestens jetzt. Oh mein Gott. Das gibt eine Krankschreibung bis Freitag. Was mache ich mit dir, du Kackvieh? Oh mein Gott, halt's Maul. Ja, ah, da kann man auch die Arme abschießen. Da ist noch der andere Bruder wieder. Du legst dich erstmal hin, mein Freund. Dann hältst du die Fresse und da vorne kommt der nächste Skorpion. Maybe ist bei dem besser, wow, der Jumper so rumzuschalten und zu versuchen, auf die Arme zu gehen. Yes, aber du bist immer noch nicht tot. Vielleicht hing der Arm noch ein Stück. Isaac, was ist denn da unten los? Wir haben Johnson verloren. Die Kerlchen auch. Der Singularitätskern ist überlastet. Fuck. Die Kerlchen war unser einziger Ausweg. Wir sind gefangen. Nein. Ich verliere nicht zwei meiner Leute ganz umsonst. Kann uns der Hauptrechner helfen? Kein Stück. Die Primärsysteme sind gesperrt. Mit den Codes des Captains. Suchen wir Captain Matthias. Track sein Rig. Okay. Dem geht's bestimmt gut. Hier. Captain Benjamin Matthias. Standort Krankenstation. Hier steht, er ist verstorben. Was? Sogar der Captain. Oh Gott. Überraschend. Isaac, du bist mehr dran als wir. Du kannst durch den Wartungsraum zurück. Finde die Leiche des Captains und hol dir seinen Rig. Mit den Codes können wir... Was war das? Das war die Krankenschwester. Jen? Oh Gott,
Oh no, what? Daniels? Hammond? Oh. Der Bruder ist gleich mitmutiert. Shit. Der wurde zurück zu seiner Crew. Tja, das ist nicht so gut gelaufen. Der Kern, das war keine gute Handwerkskunst, wa? Wenn er nicht mal ausfällt, dass zwei Skorpion-Zombies auf ihn einprügeln, dann ist er schon überlastet. Die Jugend von heute, die hält nichts aus, Junge. So. Dann haben wir ein neues Ziel. Und ich bin mir sicher, dass auf der Krankenstation kein absoluter Terror herrscht oder so. Da ist bestimmt nicht jeder Zweite erstmal hingegangen. Ah, das sind ja alles Energiesparlampen, die brauchen ein bisschen länger. Das ist aber gar nicht schlimm, weil wir sind ja jetzt erfahren im Kampf mit der Dunkelheit. Finos, hi. Du hast so viel Schiss, um das zu spielen. Ja, Dead Space ist schon eine harte Nummer. Kann ich jeden verstehen, der vielleicht nicht mal das Zugucken aushält? Aber da das damals mein allererstes Horror-Let's Play war, wussten wir alle, dass wenn das Remake da ist, wir uns das einmal antun müssen. Und bisher genieße ich es auf eine sehr perverse Art und Weise und es ist auch wirklich wunderschön geworden. Also so schön, wie blutgetränkte Rollläden eben sein können. Was ist das hier, ein Müllbot? Mhm. Okay, jetzt muss ich aber erstmal nach dem ganzen Gelaber wieder reinkommen. Das war ja gerade mehr Actionfilm als typisch Dead Space. Noch ein Badezimmer. Oh. Na, da werden wir diesmal bestimmt überrascht. Schulweg unserer Eltern, genau. Dagi, hi. Und hier lauert doch irgendwann einfach einer direkt um die Ecke, oder? Sind wir uns da einig? Wie witzig wäre es, wenn einer auf dem Klo sitzt, Junge? Wenn er sich so ein bisschen Restmenschlichkeit erhalten konnte. Und er denkt sich, boah, jetzt, während dieser Mechaniker hier mit seinem Cutter durchdüst, jetzt erstmal fett scheißen gehen, Bruder. Hockt da so ein Skorpion. Wie geht ein Skorpion überhaupt auf Toilette? Bündelt der seinen Schweif dann so um die Beine, oder? Ich weiß es nicht. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Das ist wie würde so ein Brachiosaurus eine Hose tragen, ne? Quasi hinten so, dass der Schweif mit drin ist, oder dass alle vier Beine quasi abgedeckt sind von der Hose. Das sind schon moderne philosophische Fragen. Und wir sind bei der Monorail, oder? Das ist so eine Station, ich erinnere mich. Oh, und hier warten sie schon. Mensch, toll. Wenn die Städte sich bemühen, auch schicke Bushaltestellen zu integrieren ins Stadtbild, oder? Jo, hervorragend. Habt ihr Loot dabei, Leute? Frage für einen Freund, der immer ein bisschen Beute braucht. Was steht da? You will... Irgendwas für deine Verbrechen. Ah, pay bestimmt, hä? Du wirst für deine Verbrechen bezahlen. Isaac, ja, ja, das ist ganz normal, Bruder. Da steht an allen Haltestellen, ist so ein bisschen Graffiti, ne? Und hier ist der Shop. Nice, Gegenstände kaufen, verkaufen und lagern, rein da. Ein bisschen Iron Man-Style. Der Shop ist eine zentrale Anlaufstelle zum Kaufen, Verkaufen und Lagern von Gegenständen. Im Shop kannst du Gegenstände mit Credits kaufen, bringe Schemata zum Shop. Boah, das gab's auch, ne? Um neue Gegenstände freizuschalten. In Teil 3 konnte man, glaube ich, auch selber bauen, ne? Irgendwas war da doch. Verkaufe im Inventar Gegenstände, die du gerade besitzt, oder leg sie ins Lager. Wenn das Inventar voll ist, kannst du Gegenstände ins Lager legen. Kann über jeden Shop aufgerufen werden. Okay. Neovas, vielen Dank für die 5. Anzug Level 2. Inventargröße erhöhen, Rüstung erhöhen. Kostet dicke 10.000, haben wir aber. Medipack, Plasma Cutter, Muni, Energieknoten. Na, wir kaufen auf jeden Fall das Anzugslevel. Jo. Let's go. Und da muss ich sagen, war schon in der alten Version immer cool. Man hatte dann so ein paar Panzerelemente mehr auf dem Rücken und so. Das war schon lässig. Vielleicht auch vorne auf dem Bauch. Also man hat das damals schon gesehen. Ja. Oh, und man sieht es hier natürlich noch ein bisschen schöner. Wie cool. Da sieht man richtig, wo die Prozente der Rüstung herkommen. Jawollo, jetzt können sie uns anspucken, wie sie wollen. Leckt mich, Leute. Sehr gut. Okay, was haben wir noch? Inventar und Lager. Oh, what? Ein klassischer CEC-Rig, der für jahrelange Treue entwickelt wurde. Und Anzug Level 1.
Aber was ist der klassische? Der ist mehr angelehnt an das originale Design, oder was? Das ist ja spannend. Wenn ich den benutze, passiert was? Ausrüsten? Das ist eher wie so ein Skin, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, ne? Werden wir jetzt dieses alte, klobige Modell bekommen, oder was wird der mit uns machen? Das ist ja spannend. Erstmal T-Mog Farm in Dead Space, Leute. Gar kein Ding. Mammut, hi. Ist wirklich, oder? Ach, guck. Das ist ja witzig. Jo. Sehr cool, sehr cool. Das ist ja schön, dass sie sowas mit reingebracht haben. Kleine, aber feine Unterschiede, ha? Dann könnten wir jetzt noch verticken. Und zwar auf jeden Fall diese Platine, ne? Die muss weg. Ja, ansonsten sieht es ja mit Muni eigentlich noch ganz gut aus, hätte ich gesagt. Verkaufen. Der Halbleiter. Verkauf erfolgreich. Und ansonsten haben wir aber nichts weiter im Lager, wenn ich es richtig sehe. Habe ich mich dann doch verguckt vorhin? Aber da lag doch nichts mehr. Oder das Ding, was wir gelootet haben, hat das Inventar erst gefüllt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es war sehr viel Input, aber glaube, stört uns jetzt nur bedingt. Erstmal den Plasma-Cutter verkaufen. Es wird Melee-only, Leute. Es wird Melee-only. Nun gut, mehr können wir, glaube ich, gerade nicht machen. Und die Knoten, genau, vielleicht ging der generell nicht ins Inventar. Die sind nämlich links extra gelistet. Ja, genau, genau. Dann hätten wir uns da noch lange dumm und dämlich suchen können. Ist nämlich wie mit den Abzeichen in WoW. Geht gar nicht alles ins Inventar. Wieder was gelernt. So, was ist hier los? Hello? Da können wir noch nicht viel machen. Aber wie groß dieses Schiff ist, das habe ich ja in Mass Effect auch immer geliebt, ne? Wenn wir auf der Citadel oder so waren. Bin ich der größte Sci-Fi-Fan, bin eher so Team Mittelalter und Magie. Aber diese schiere Größe, das ist immer wieder einfach nur geil. Hier haben wir noch eine Werkbank. Lässig. Lieblings-Holy-Sorten beim Eistee, Kaktusfeige, fand ich super spannend. Quatsch, beim Energy-Kaktusfeige fand ich super spannend. Und beim Eistee-Apfel. Apfel-Grüntee kannte ich so auch noch gar nicht. Und hat mich richtig mies abgeholt. Lohnt sie aber auch, falls ihr mal reintesten wollt, jetzt damit Black Week, ne, und mein Rabattcodes, also kann sie auch beides schön aufsummieren. Und da gibt es dann immer so wunderbare Probierpakete auch, also falls ihr euch da gar nicht so sicher seid, die sind auch richtig super. Upgrade-Diagramm erweitert. Jao. Der Anzug, da sind wir ja in Gesundheit und Luft reingegangen, hätten jetzt noch zwei weitere Knoten. Ah ja, und hätten hier auch Energie. Und hätten hier oben wieder Trefferpunkte. Genau, mit Ausrufezeichen Holy, da habt ihr sowohl die Codes als dann auch den Links. Den Links. Bin schon durch, Junge. Stunde Dead Space gespielt. Den Link, der auch immer zur aktuellen Aktion leiten sollte. Und da gibt es auch wirklich richtig schöne und ausgefallene Sorten. Könnt ihr gern mal auschecken. Meppo, mein Lieber, mit der 36, Junge, drei fette Jahre. Hallöchen. Und es ist einfach toll hier. Danke, dass ich hier sein darf bei dir und dieser vorzüglichen Community. Mach weiter so, du bist toll. Spiegelbruder, vielen lieben Dank für drei zauberhafte Jahre. Ich überlege nur, wir haben jetzt noch zwei Knoten, das heißt, ich könnte nochmal Trefferpunkte mitnehmen, ne? Weil das kostet auch immer einen Knoten. Darum hätte ich gesagt, wir gehen in Stase-Energie und holen uns oben nochmal die Trefferpunkte. Ich glaube, das wäre nicht das Dümmste, was wir machen können. Weil Gesundheit, Isaac hat sogar aufgeatmet, ne? Ist eigentlich immer eine sehr coole Sache. Und dann beim Cutter würde ich eigentlich die nächsten reinhauen wollen. Weil das sind auch ordentliche Schadenspunkte. Wir sehen, wie weit sich das noch im weiteren Verlauf auch verästelt. Und da würde ich jetzt nicht nur auf Gesundheit gehen wollen, sondern so ein bisschen Waffenschaden ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Aber wir sehen unsere Rig, ne, schön unterteilt in weitere Segmente. Läuft, läuft. Und das ist was? Ach, ein Lastenaufzug. Okay, na mal sehen, wem ich heute zur Last fallen darf. Noch größere Lüftungssysteme. Perfekt. Da können dann 10 Gegner gleichzeitig rausspringen. Ich freue mich. Aber mich wird ja nicht direkt der Nächste erschrecken, oder? Oder doch? Werde ich wieder schreien wie ein japanisches Schulmädchen? Herr Onkel, ist es so? Hast du Loot für mich? Oh nein, aber du kriegst jetzt auf jeden Fall keine Kinder mehr nach diesem Tritt.
Da habe ich dir langfristig eine Menge Geld gespart. Ich erwarte eine Dankeskarte. Da ist auch nichts. Aber wir sind richtig, ne? Krankenstation, ja. Nicht, dass ich jetzt sonst so lang gehe. Sicherheitsfreigabe. Ah! So haben sie es geloggt. Über die Freigabelevel. Ja, macht ja Sinn. Deswegen suchen wir ja den Captain. Aber dass das jetzt sogar in einigen Bereichen direkt sperrt, die irgendwie nur Nebenräume sind, spannend. Und hier, schaut mal, Werbung fürs neue WoW-Addon. WoW Dragonfly, Bruder. Kein Wunder, dass sie alle durchgedreht sind. Die haben schön die Nacht durch in den Release gezockt. Ja, und dann sind sie mutiert nach einer Woche Dauer im Plus-Spam, ne? Das kennt man ja von den Brüdern aus dem Discord. Hier sieht's aber auch nicht gesund aus. Und das sieht so aus, als müsste ich irgendwas schieben. Neuzugänge, fertig. Das, was ist das für Musik, Mann? Das ist die Erfolgsmusik, wenn wir ein Kapitel beenden. Ach du Scheiße. Bruder, dieser Sounddesign, ne? Ich werde mir 3 Tage durchgehend in die Hose scheißen, wirklich. Chinese. Kommt das aus China, oder? Okay. Das hat bestimmt mit Chemie zu tun. Und das ist jetzt nicht mit C wie Stase, sondern das ist F wie Chinese. Verstehe. Mit F. Jo. Zielen. Halten. Oh Gott. Der ist schon tot. Okay. Ich dachte, da haben sie wieder gelauert, die Räudigen, aber der Bruder hatte wohl einen Arbeitsunfall. Oder so wie er aussieht, mehrere Arbeitsunfälle. Naja, passiert den Besten, ne? Aber schön, wie wir sehen, bin ich jetzt ein Jedi, ganz genau. Es fehlt nur noch ein stylischer Bademantel. Und ich brauche anscheinend diesen Weg hier. Ja, und wir sehen, dass da wirklich Sachen runterfallen können. Also sich theoretisch hier auch Gegner zwischen verstecken können. Perfekt. Was ist das da für eine Gerätschaft? Die sieht eigentlich wichtig aus. Nö. Hoffe, du zockst hier im Dunkeln mit einem flackernden Leuchtstoffbehälter mit so einer Röhre, ja. Junge, die dann auch noch so quietscht wie bei Resident immer. Das wäre geil. Und das sind tolle Stühle, auch so als Gaming-Chair für den Sommer, oder? Da kann das Arschwasser durch die Rillen abfließen. Und hinten der Schweiß, der sich am Rücken staut, der geht auch gleich hinten raus. Das ist ja toll. Wobei es hier dann so aussieht, als hätten die eine Menge mexikanisch gegessen, ha? Das würde ich dann nicht jeden Tag empfehlen. Oh, oh, oh. Aber ich glaube, wir sind erstmal richtig hier. Willkommen. Oh Gott. Ja, cool. Ich habe total Bock, da reinzugehen. Oh, Scheiße. Wir müssen die Stellung halten. Sie sind alle zurückgekommen. Bro. Komplett die Stachelhand einmal sauber ins Herz geballert. Impulsgewehr. Ja, ich hätte ihren Puls ja nochmal checken können, aber so geht's auch. Das bleibt eine Narbe bei ihr. Ich sag's, wie es ist, ja. Okay, Waffe anlegen. Dem Inventar wurde eine neue Waffe hinzugefügt. Waffenrad hinzufügen. Yo, wo ist sie denn? Da oben, das Impulsgewehr. Habe ich immer gar nicht gefeiert, muss ich sagen. Primärfeuer und Kontaktmine. Null Erinnerung dran. Komplett null, aber ich könnte es ausrüsten like this. Ja, und das scrolle ich mit dem Mausrad. Okay, cool. Kontaktmine ist natürlich spannend, ne? Wenn man weiß, dass vielleicht Gegner kommen, wenn wir wieder so eine Passage haben. So ähnlich. Also sie hat hier gut was weggeballert, ne? So ähnlich wie vorhin, als wir diese Krallen da anbringen mussten. Dann, oh. Junge, der Kick von Isaac ist aber auch von einer anderen Welt. Bruder, du musst nicht bei jedem Scheiß Haki benutzen, okay? Ich sag's nur. Hier sind sogar die Leichensäcke. Die sollten wir aber auch lieber zertreten, oder? Nicht, dass sie nochmal aufstehen? Nö, die wobbeln nur ein bisschen rum. Okay. Naja, vielleicht haben die auch nur einen weirden Fetisch, ja? Noch so einen roten Plastikball im Mund und dann Abfahrt. Da soll ich weitergehen. Cool.
Impulsgewehr, verstehst du? Weil der Stachel Impuls war. Lachkick des Todes auf jeden Fall. 10 von 10. Überbrücken. Kann ich das schon? Oh, wir machen unseren eigenen Bahnhof. Wie fancy. Station ist erreichbar. Danke für Ihre Geduld. Oh. Und so können wir jetzt wieder zurückfahren und so. Das ist ja sehr cool gemacht. Wow. Und auch so ähnlich, wie es damals war, ne? Absolut. Da hast du das eiskaltes Händchen. Ja, aber der hat anscheinend auch die falschen Drogen inhaliert, ne? Nicht so ein guter Werdegang, wie es aussieht. Aber gut. Was ist hier los? Mehr Stase, blutige Liegen. Er als Arzt muss sich hier aber auch verarscht gefühlt haben in dieser Zeit, oder? Ich rechne ja irgendwie damit, dass aus so Leichensackmer-Zeiten da noch einer rausbricht. Aber ich kann die halt nicht mal zerstampfen, darum bin ich mir nicht ganz so sicher. Oh, konnte ich die schon schmeißen? Au! Jetzt können wir nämlich die Stachel aus ihren Armen rausziehen. Hui, guck mal, Mutti, ohne Hände. Ja, perfekter Sprung, Bruder. Und dann können wir das so schön in deren Fresse flippen lassen. Das ist ja toll. Dead Space Kinski Edition. Dann habe ich den Karton genommen und ihm in die Fresse gehauen. Ja, perfekt, aber wir sollten den vielleicht woanders hinlegen. Weil wir wollen hier ja erstmal... Oh Gott, nee, ich will da doch nicht rein. Das sieht ja aus wie ein verdammtes Diablo-Level, Mann. Was zum Fick ist das denn? Oh nee, ey, ich möchte das nicht. Kann ich mir so einen Karton mitnehmen? Sehr gut, dieser Koffer und ich... Wir sind jetzt Freunde. Hast du von Daniels gehört? Wir wurden angegriffen und haben uns verloren. Nein, nichts. Die Krankenstation ist ein Schlachthaus. Sie haben den Eingang zur Leichenhalle versperrt. Die Leichenhalle? Ja, aber die Barrikade wurde in aller Eile errichtet. Ein Hydrazintank sollte ausreichen. Ich bräuchte einen Zünder, vielleicht ein Schockpad. Vielleicht ist Nicole hier durch. Isaac, was uns angegriffen hat. Ich schwöre dir, das war Chen. Aber ich habe ihn sterben sehen. Wenn die Halle verbarrikadiert ist, dann vielleicht, um etwas einzusperren. Cool. Das macht mir echt noch mehr Lust, da jetzt reinzugehen, ne? Evakuiert diesen Bereich sofort. Dass sie das alles nicht übersetzt haben, ist aber auch nice so. Gar kein Bock, Bruder. Das Schild, das bleibt hier so, wie es ist. Für den Spind brauchen wir auch eine Sicherheitsfreigabe. Impuls, Munition, okay. Und das hier ist natürlich auch ein Jumpscare für uns Gamer, oder? Connection lost, Bruder. Ich möchte das nicht. Bitte helfen Sie mir. Schön ein paar blutige Hände. Ja, ja, Hand of Blood ist auch unterwegs hier auf dem Schiffchen. Und dann war hier nochmal ein Shop. Aber so viel Kohle habe ich noch gar nicht gemacht, oder? Soweit sind wir doch jetzt gar nicht rumgelaufen. Nö, da könnten wir so nochmal ein bisschen kaufen. Verkaufen wüsste ich jetzt nicht. Cutter-Munition ist auch noch reichlich da und im Lager. Ja, nö. Medipack noch eins mitnehmen für die Sicherheit. Haben wir halt so gesehen nur drei, ne? Zwar ein richtig großes. Aber vielleicht wie bei den Sprays bei Resident. Ruhig immer mal mitnehmen. Wenigstens eins hier. Komm, wenn wir die Kohle haben. Wir sind einfach reich, wir können uns Gesundheit leisten, Freunde. Was für eine Utopie hier auf diesem Schiff. Sehr gut, sehr gut. Hey, überall gibt es Zombie-Mutanten, die aus den Toten entstehen. Und die Leichenhalle ist zerriegelt. Lass uns mal da reingehen. Richtig geile Idee. Klare 10 von 10 für mich. Und was ist hier los zum Forschungsflügel? Na, da kommen wir bestimmt danach dann rein. Erstmal folgen wir unserem Weg hier. Do you know the way? Guck mal, die ist doch total freundlich hier. Das ist doch nett. Diese Werbung, die Leute strahlen alle und freuen sich. Na? Was war... Ach du Scheiße. Bro, deine Mutter ist aufgestanden. Was zum... Okay. Das ist nicht, was ich erwartet habe. Ja, das bin einfach ich. Wenn am Mittwoch wieder nur Scheißloot in der Kiste war. Oh, damn, son.
Ja. Tja, ich sag mal, dem Mitarbeiter schenken wir einen Obstkorb und dann geht's ihm wieder besser. Da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Wirst du jetzt mutieren? Nein. Na, zumindest konnte ich die Verspannung im Nackenbereich lösen, hä? Das war auch ein Anfang. Normalster Mittwoch. Junge, ich dachte, hier kommt jetzt das übelste Mutanten-Riesenvieh aus der Ecke. Dabei war es einfach der Onkel. Naja, der hatte Kopfschmerzen, da hilft das manchmal. Würde ich dennoch nicht empfehlen. Hello! Es ist zu ruhig hier. Warum verarscht ihr mich so? Es kam jetzt so lange kein Gegner. Wir werden gleich so überrannt, ne? Oh, Mann. Sie haben ja auch gerade schon geteasert, dass auch die Normalen mutieren können, beziehungsweise sich verwandeln oder wie auch immer man das nennen möchte. Und es gab, glaube ich, so einen Gegnertyp, so eine Art Parasit. Und der ist dann reingefahren. Oh, hier ist auch einiges reingefahren. Und hat die aufstehen lassen. Da habe ich ja Bock drauf. Irgendwelche Logs? Ne, ein paar Credits. Okay, okay. Boah, imagine auch, die brechen hier aus der Decke und du sitzt im Rollstuhl. Bro, da fühlst du dich doch einfach nur verarscht vom Leben. So, was soll das jetzt, Mann? Was ist das wieder für ein Zauber? Holy shit. Okay, F war Chinese. Aber, achso, den soll ich da wieder reinschieben. So, schön in die Brutkammer, jawohl. Dass wir den Fötus da ausbrüten können. Ah, die haben versucht, die hier wirklich zu scannen und zu untersuchen, ne? Kriegen wir jetzt auch so einen Bericht hier? Können wir noch irgendwas lernen? Anscheinend nicht, ne? Alles, was wir wissen müssen, ist, die wollen dich töten, töte sie zuerst. Ausgezeichnet. Hallo? Junge, der Gummihandschuhspender. Das hier insane. Oh. Da helfen auch die Gummihandschuhe nicht mehr, würde ich sagen. Oh mein Gott, die ganze Decke einfach auseinandergerissen. Das ist wie bei so Papp-Ami-Häusern. Wenn sie da mal ein bisschen gegen die Wand boxen und sofort gibt die ganze Wand nach, ne? Das ist hier anscheinend für die Necromorphs genauso. Nur mit einem Schiff, das eigentlich dem Weltraum standhalten soll. Das war aber jetzt nicht so nett, hör mal, Penner. Und dann war eine Batterie. Ah, die Geschichte, ich erinnere mich. Das heißt, wir nehmen die Batterie und wir stecken die Batterie rein. Ja, wait, das ist noch nicht richtig drin, oder? Like this, so. Doch, das zählt. Ah ja, Schutzschalter. Okay, den kann ich jetzt ausmachen. Das müssen wir auch. Was ist das hier? Diagnostei. Hallo? Na, da ist eine Werkbank. Oh! Bruder, du lebst noch. Geht's dir gut? Oh, so viel Blut sollte man nicht spucken. Oh nein, so viel Blut sollte man nicht spucken. Aber ey, ohne Upgrade der Waffe, 4 Schüsse, wenn die richtig sitzen, ist er dead. Finde ich nice. Impulsgewehr. Jo, noch ein Knoten. Sehr, sehr schön. Hast du Loot für mich, Onkel? Nee, hast du nicht, aber du bestimmt. Du bestimmt. Hat es Papa gesagt? Ich hoffe, nein. Papa, Papa. Schau mal, mein Armstachel. Ich will das nicht. So, Impulsgewehr könnten wir auch verbessern, aber ich muss es so sagen, ich scheiße stand jetzt auf das Impulsgewehr. Wir nehmen lieber ein bisschen Schaden mit. Yo, Plasma-Cutter-Verbesserung. Feeling good. I like it. Und dann steht hier noch eine wichtige Message. It's okay to be fucked up. Das ist richtig, ja. Man darf auch Tage haben, an denen man einfach nur gebumst ist. Das ist das gute Recht eines jeden. Nur haben sie hier vielleicht ein bisschen übertrieben an diesem Tag, ja?